Jesus. Herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will vielleicht mal mit Blick auf den Antrag der AfD, die mir an sich sonst nicht immer nur leicht über die Zunge gehende Frage stellen: Was ist im nationalen Interesse Deutschlands? Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann komme ich doch mit Blick auf die Türkei zur Antwort: Im nationalen Interesse Deutschlands ist es, dass die dort 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge und ist es, dass die dort über 500.000 Flüchtlinge und Migranten aus Afghanistan und aus Irak im Wesentlichen dort Schutz, Unterkunft und Betreuung finden. Und das ist im deutschen nationalen Interesse. Wenn die Linke, genauso wie die Rechtsaußen, die These von der Erpressbarkeit Deutschlands aufrufen, dann kann ich Ihnen nur Folgendes sagen. Ist denn die Annahme, dass eine Öffnung der Grenzen zur Ägäis hin, die mit Sicherheit einen großen Pull-Effekt auf die Länder, die Türkei als Transitland nutzen, zur Folge haben würde, ist es denn überhaupt in irgendeiner Weise nachvollziehbar, dass die Türkei daran Interesse haben könnte? Nein, das ist es natürlich überhaupt nicht. Die Türkei hat größtes Interesse daran, dass diese Vereinbarung hält. Und dass diese Vereinbarung hält, dazu sollten wir auch in Zukunft, da bin ich fest von überzeugt, auch als Europäer weiter die Türkei unterstützen. Ich will noch mal auf die Größenordnungen zu sprechen kommen. Und zwar auch auf die Einordnung. Die Türkei ist ein sogenanntes C-Land. Entwicklungspolitik spielt dort praktisch keine Rolle. Was eine Rolle spielt, das ist die Unterstützung der Flüchtlinge in diesem Land. Und dafür gibt es bilaterale Aktivitäten des BMZ und dafür gibt es die EU-Türkei-Fazilität. Die hat zwei Stufen mit jeweils 3 Milliarden Euro, die sich etwa hälftig aus Mitteln des EU-Haushaltes und hälftig aus Mitteln der Mitgliedstaaten speisen. Unsere sehr wichtigen Einrichtungen, die GIZ, die KfW, aber auch viele private, zum Beispiel die Diakonie, sind dabei, diese Mittel ausgesprochen verantwortungsvoll einzusetzen. Ich will Ihnen auch einige Beispiele dazu geben. Die Türkei hat allerdings zu Recht, finde ich, angemahnt, dass die Umsetzung der Projektplanung zu langsam geht. Von den 6 Milliarden aus diesen beiden Tranchen sind bisher umgesetzt in eigentliche Beträge, also in Ausgaben, erst etwa 2,5 Milliarden. Das ist nicht wenig, aber es ist eben auch noch nicht alles. Die Zusagen unterdessen umfassen sehr viel mehr, aber ich glaube, wir müssen hier noch mehr zügig, wenn man so will, auch auf den Boden bringen. Worum geht es im Einzelnen? Es geht unter anderem darum, dass die Hunderttausenden von syrischen Flüchtlingskindern dort eine Einschulung erfahren, dass sie zusammengebracht werden in den Schulen, auch mit den türkischen Kindern, dass sie sowohl Türkisch lernen, aber auch in ihrer Muttersprache unterrichtet werden. Das wird in einem beispiellosen Programm auch mit UNICEF zusammen und in enger Abstimmung mit UNICEF auf den Weg gebracht. Das World Food Programm finanziert in Größenordnung von Hunderttausenden über Debitcards, über eine Guthabenkreditkarten für die Bedürftigsten dieser syrischen Flüchtlinge, den täglichen Bedarf. Auch das ist von ganz, ganz großer Bedeutung. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, dass wir der Türkei irgendwelche unsinnigen Projekte finanzieren, schon gar nicht in dieser sehr schwierigen Lage, die wir angesichts der offenkundig völkerrechtswidrigen Invasion in Nordsyrien jetzt haben, sondern es geht darum, dass wir den Flüchtlingen dort eine Perspektive, auch eine mittelfristige, bieten. Weil ich auch aus Gesprächen mit der GIZ weiß, dass von diesen vielen syrischen Flüchtlingen nur sehr wenige im Moment das Zutrauen hätten, nach Syrien zurückzukehren. Und das kann man angesichts der Lage dort ja auch sehr gut verstehen. Trotzdem, und ich will jetzt mal eine Vorausschau auch wagen, werden wir früher oder später auch Deutschland, auch die Europäische Union,
auch aufgefordert sein, am Wiederaufbau in Syrien mitzuwirken. Und die Zerstörungen, die dort in den letzten Jahren durch das syrische Regime, auch durch russische Bombardements in großem Umfang sich flächendeckend fast ereignet haben, die sind so gewaltig, dass es gewaltige Anstrengungen der europäischen Gemeinschaft auf lange Jahre hinaus bedürfen wird, um diese Schäden und damit auch die Zukunft dieses Landes wieder einigermaßen auf den Weg zu bringen. Ich will das ein wenig auch verknüpfen mit den außenpolitischen Debatten, die wir heute hatten. Ich glaube, wir sollten nicht so polemisch, wie das bisweilen geschehen ist, über diese Anregung, über diese Idee der Bundesverteidigungsministerin denken und auch reden. Selbstverständlich ist ein weiter Weg, bis wir gegebenenfalls eine UN-basierte Mission in dieser Gegend, die wir als Schutzzone bezeichnen, auf den Weg bringen können. Das ist ein schwieriger Weg. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir alle Akteure, und da nenne ich vor allen Dingen, weil ohne ihn geht es nicht, auch Putin, mit einbeziehen können. Und zwar auch aus einer ganz einfachen Erwägung, weil es nämlich in seinem eigenen Interesse sein kann. Ich glaube, dass die Kosten, die Putin durch die Kriegsführung in Syrien, durch die Kriegsführung, die unterstützte im Donbass, durch die Aufwendungen zum Erhalt der Ukraine so gewaltig sind, dass er sich auch gar nicht solche Aufwendungen lange wird leisten können. Ich glaube, auch die Türkei, übrigens auch geschwächt in der Armeeführung durch die ständige Ausdünnung wegen des Verdachts von Gülen-Anhängerschaft an der Spitze des Offizierskorps, kann auch mit der eigenen Armee hier gar nicht langfristig solche unsinnigen und völkerrechtswidrigen Aktionen durchführen. Deswegen bin ich überzeugt, dass eine UN-basierte multilaterale Mission, bei der die Interessen der Einzelnen in diesem Konflikt nicht verletzt werden, und da nenne ich vor allen Dingen territoriale Integrität, bei gleichzeitiger Berücksichtigung eines Mindestmaßes an Minderheitenschutz, und das gilt natürlich vor allen Dingen für die vielen, vielen Kurden, die infolge dieses Angriffs jetzt schon geflohen sind. Das müssen unsere Maßstäbe sein. Und ich glaube, wenn wir fraktionsübergreifend, besonnen und ohne jeweils unsere Diskussion eigentlich nur für das Schauspiel eigener parteipolitischer Präsentationen nutzen, diesen Weg beschreiten, dann können wir, und das muss Europa, insbesondere nach dem Abzug der Amerikaner, das muss Europa gemeinsam machen, vielleicht zur Befriedung dieser vom schrecklichen Krieg seit Jahren geplagten Region beitragen. Und das ist eine humanitäre Verpflichtung unseres Landes. Und es ist eine Verpflichtung, die sich aus unserem nationalen Interesse ergibt. Und nun möchte ich vielleicht ein wenig Zustimmung auch von anderen Fraktionen bekommen, in denen ich die verbleibenden 4 Minuten meiner Redezeit nicht nutze. Eine löbliche Entscheidung, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Dr. Christoph Hoffmann.